Carola. Ja, hallo meine Lieben, hier ist die Carola und heute schicke ich euch ein Video hier wieder von den Azoren, wo ich jetzt seit einer Woche wieder angekommen bin, nach meiner zweiwöchigen Überfahrt von Gran Canaria mit dem Segelboot. Und ich bin hier gerade oben auf einem der Vulkane. Hier die Insel hat ja mega viele Vulkane. Die Insel alleine, diese Insel hier in Fallao, hat 10 Vulkane. Also es ist eigentlich ein riesen Vulkan alles. Und ja, nachdem auf dem Boot nicht so viel Platz war, nicht so wirklich viel Bewegungsfreiheit, ist es jetzt schön, den Körper wieder zu nutzen, mit der Natur wieder in Verbindung zu sein, mit der Erde, mit den Pflanzen, mit dem Wald. Und es ist voll schön, einfach auch wieder hier zu sein, auch wenn mich das Meer auch mega genährt hat. Und ja, diese Verbindung zu kultivieren, ist halt einfach super wichtig in meinem Leben und in meinem Alltag. Und heute, ja genau, die Verbindung zu kultivieren. Heute hatte ich den Impuls, oder schon die letzten Tage hatte ich den Impuls, euch mitzuteilen, dass jetzt die letzten Bücher von The Sound of Sisterhood auf Deutsch und Englisch verfügbar sind. Also es sind jetzt fast auch alle schon verkauft worden, was mich total glücklich macht natürlich. Und ich hatte jetzt, da wir jetzt schon in der Hälfte vom Jahr sind, dachte ich mir, ne, du, die das Buch jetzt auch schon ein paar Monate genutzt hat, oder vielleicht jemanden, ne, oder mit Freunden auch zusammen, wollte ich jetzt noch einen Discount-Code machen für die letzten Exemplare, also dass die jetzt nicht bei mir in meinem Regal stehen bleiben, sondern dass die andere Frauen noch nutzen können und sich jetzt schon anfangen können, auch mit der Natur innen und im Außen auseinanderzusetzen und zu verbinden. Und da habe ich mich entschieden, jetzt die letzten Bücher alle für den Produktionspreis zu verkaufen, also anstatt 35,25 €. Oder vielleicht hast du ja ein paar Schwestern oder Freundinnen und denkst, hey, das wäre ein super tolles Buch für die. Dann, wenn du 2 Bücher kaufst, kriegst du noch eins auch dazu geschenkt. Und ja, das ist einfach nur auch dafür da, so euch, ne, dich oder andere Frauen zu ermutigen, selbst wenn das halbe Jahr jetzt schon vorbei ist. Und ich habe halt öfter die Frage bekommen, ja, kann ich das Buch jetzt auch noch anfangen oder nicht? Und da wollte ich auch nochmal einfach so klarstellen, es ist die Hälfte vom, also der Großteil vom Buch ist auch einfach viel Wissen und Erfahrungen, und ein Teil ist auch, der fließt mit jeder Frau einzeln vom Zyklus. Das heißt, es ist komplett unabhängig vom Jahr eigentlich. Das heißt, das kann man heute, morgen, gestern anfangen, ist eigentlich egal. Und dann gibt es natürlich den Kalender, aber es ist auch nur ein Bruchteil davon. Das heißt, es lohnt sich jetzt auch anzufangen und nicht erst auf Januar zu warten, weil du hast ja schon ein paar Monate dann, in denen du diese Verbindung mit deinem Zyklus, mit der Natur, mit der Intuition, mit deiner Schöpferkraft jetzt schon anfangen kannst zu kultivieren und nicht erst morgen oder in einem Jahr. Genau, also falls du jemanden kennst, wo du dir sagst, so, hey ja, dieses Buch, das wäre einfach super für dich, dann leite das Video weiter oder teile den Code mit denen und ja, zusammen freue ich mich und bis zum nächsten Mal.